Okay, und da sind wir wieder zu Minecraft Hardcore. Ich habe offscreen jetzt nicht so viel gemacht, aber ich habe mir was überlegt. Wir haben ja beim letzten Mal den Händler gehabt und haben damit Tropfstein bekommen. Und ich habe auch nochmal eine Höhle gefunden, wo eine Tropfsteinhöhle drin war. Weil ich habe auch, also ich hatte zum, hab das auch zum Glück gehabt, weil ich habe mal geguckt und so eine Tropfsteinfarm, also es dauert wohl 100 Minuten, um damit so ein Tropfstein eine Stufe wächst. Und von den 10 Tropfsteinen, die wir gekauft hatten, musste ich 8 opfern, um halt 2 Tropfsteinblöcke zu bekommen, weil das ist notwendig, damit die wachsen können. Ich habe jetzt bei den Spawn-Chunks mit den Sachen, die ich gefunden habe, auch eine Tropfsteinfarm eingerichtet, zumindest eine provisorische. Ob ich da später noch eine richtige draus mache, weiß ich noch nicht. Aber dann hatte ich mir überlegt, man kann ja damit jetzt auch Lava farmen, das war ja der ursprüngliche Gedanke. Und damit könnte man auch sehr gut den Superschmelzer betreiben, weil ich habe festgestellt, normalerweise ist es ja so, der untere Slot nimmt von, also der Hopper, die Hopper hier runter, nehmen ja von hier den Output. Und von hier drüben die Hopper, die von hinten reinfüttern, die machen halt den Treibstoff. Aber anscheinend ist es so, wenn hier ein leerer Eimer drin ist, dann wird der auch von den unteren Hoppern rausgezogen. Und das ist sehr gut. Denn das bedeutet, dass wir, wo ist es? Ich habe es mir schon markiert, dass wir hier, ich habe auch extra mit der Replay-Mod, weil das hat ja praktisch schon als Spectator-Mode, dann habe ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen geguckt, ob das überhaupt alles passt. Das heißt, wir können hier die leeren Eimer dann rausfiltern und dann am besten mit einem Wasserstrom darüber bringen, weil dann möchte ich da drüben bei der Kaktusfarm praktisch einen großen Teil haben, wo die Lava-Farm dann ist, wo wir dann immer das rausnehmen können. Und dann haben wir im Prinzip unbegrenztes Brennmaterial und können halt trotzdem noch Lava abfarmen. Je nachdem, wie groß wir das aufziehen. Hi Creative Element, willkommen zum Stream. Ich weiß nicht, warum bei dir schon wieder Abend ist. So, die Frage ist. So, wir sagen, hier ist der Output. Für die leeren Eimer. Das heißt, ja. Ich möchte hier irgendwo ein Fass haben. Huch. Okay, das ist aber nur. In Ostdeutschland ist eine andere Zeitzone, das verstehst du nicht. Du kommst also aus Ostdeutschland, das erklärt so viel. Ist gemein, ich weiß. So, ich habe genau geguckt, weil hier genau führt das zwischen den ganzen anderen Apparaten, die wir gebaut haben, durch. Ich weiß jetzt nicht, wie tief wir müssen, damit das funktioniert. Habe ich noch nicht sogar noch irgendwo ein Fass? Hier drüben. Ich meine, ich hätte irgendwo mal Fässer gemacht. Hier. Davon nehmen wir mal eins mit. So, hier, boom, hier sollen die Fässer, die Eimer dann rein. Und dann, wir brauchen auf jeden Fall unser Redstone-Kit. Wir brauchen Hopper. Komm, wir machen das mal so, damit wir auch schnell die Sachen wieder reinfüllen können. Wir brauchen, wenn es gut läuft, einen Comparator, einen Repeater, eine Fackel sollte eigentlich auch genügen. So. Der Itemsortierer geht in die Richtung und dann der Wasserstrom wird wahrscheinlich irgendwie so müssen. Ach, das ist kompliziert. Das Ding ist, ich muss halt irgendwie einen Bubble Elevator machen. Nein, nicht so. Das ist schon so richtig. Ups. Okay, das ist okay. Den hier müssen wir abfangen. Was machst du denn hier?
Jetzt können wir ja ganz entspannt über einen Minecraft-Server nachdenken. Wie gesagt, aber ich hätte nicht mal die Zeit, den zu managen. So, der hier muss in den zeigen. Auch noch ein paar Iron Bars. Wir holen auch mal ein bisschen roten Sandstein, wo wir dabei sind, weil das benutze ich ja immer, um Redstone zu markieren. Also Blöcke, auf denen Redstone drauf ist. So zumindest die Hälfte der Zeit mache ich das. Und ich wollte noch leere Eimer haben. Managen kann ich machen. Die Frage ist, wer die ca. 20 Euro im Monat bezahlt. Ja, das ist auch noch was eine Sache. Ich meine, ich könnte es wahrscheinlich theoretisch sogar als Betriebsausgabe anmelden, wenn es über mich laufen würde. So, wir benötigen gerade keine Raketen. So, boom. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Hier muss der Comparator drauf. Obwohl, doch, doch, das ist richtig. Hä? Moment. So. Ja, ist richtig. Das müsste richtig sein. Sage ich wahrscheinlich jetzt und gleich stelle ich fest, dass es falsch ist. Aber der muss dann einfach nur in irgendeine Richtung zeigen. Wahrscheinlich nach da, weil nach da geht... Wobei, warte. Hier gibt es keinen Platz, oder? Nee, hier ist kein Platz. Oder? Passt das? 1, 2, 3, 1... Nee, passt nicht. Schade. Es wäre ja zu einfach gewesen, wenn das gepasst hätte. Weil dann hätte ich direkt nach da führen können. Oder ich führe nach hier. Wenn ich nach hier führe, kann ich nämlich direkt da drücken. Ja, das geht. Ich biete auf dem Server dann Sachen für echt Geld an. Das klingt aber nicht sehr kommunistisch. So, pass auf. Boah, irgendwie so ein Rüstungsstück, womit man an Wänden hochklettern kann, wäre manchmal sehr praktisch zum Bauen. Du bist ja auch kein Kommunist, dann ist es okay. Ah ja, verstehe. So, hier, boom, boom. Habe ich das wieder programmiert? So. Mit einer Slab müsste das sogar gehen, oder? Eine Slab macht ja, meine ich, kein... Die blockiert ja, soviel ich weiß, kein Redstone-Signal. So, wir haben jetzt zum Glück auch ein paar Slabs über. Warte, falsche Seite. Eins, zwei. Pass auf. Huch, was habe ich denn hier gemacht? Eins, zwei. Ja. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht, neun. Neun Blöcke müssten es sein. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und wenn man dann hier hochgeht, sollte das passen.
So, lass mal kurz gucken. Wenn wir jetzt hier den machen. Ich würde in Minecraft zwar wahrscheinlich einen Starnamen so DSSR gründen. Ähnlichkeit mit Sandras Realität natürlich nicht beabsichtigt. Ich würde es anders nennen. Nee, das funktioniert. Hä? Warte. So. Da brauchen wir gleich einen Dropper. So, der muss da sein. Jo. Aber das powert das doch dann nicht. Hä? I don't understand. Also das kann doch eigentlich nicht funktionieren. Pass mal auf. Wir machen mal kurz, statt dem hier machen wir den. Ja, ich kein Wunder, das kann nicht funktionieren. Natürlich kann das nicht funktionieren. Ich habe das falsch gemacht. Dann ist das auch mit der Slab kein Problem. Weil das muss eins tiefer. Und zwar so. So. Dann passt das nämlich. Und ich wundere mich schon. So, hier. Boom, boom. Und boom. Und theoretisch, wenn ich jetzt ein paar Eimer hätte, habe ich vielleicht irgendwo welche über. Ansonsten muss ich noch welche machen. Eimer, 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 Eimer. Ich glaube, das wird nicht so lange dauern, wie ich vermutet habe ursprünglich. Aber komm, wir werden sowieso noch ein paar Eimer brauchen, also ich mache mal gerade welche. So ein 16er Stack. Oh, Moment. Der Staubsauger ist gerade angegangen. Sollte vielleicht die Wohnzimmertür zu machen. So, weil. Erstens ist das Ding sonst relativ laut, wenn es dann hier durchfährt. Und zweitens fährt es dann durch die ganze Wohnung. Das möchte ich nicht. So, die für die Tore. Man könnte sagen, dass ein Tod nicht weiter bestraft wird, als wenn man seine Items sucht, so wie es halt ein Service. Aber wie wenn in einem Tab es einen Death Counter gibt. Ja. Keine Ahnung. Das Ding ist, es gab ja auch gestern auf dem Discord auch die Idee, dass man halt bestimmte Sachen wie das End und den Nether sperren könnte. Nur dann gehen halt auch wieder Sachen verloren. Also ich sag mal so, alles an komplizierteren Redstone, was Netherquarz braucht und so. Da müsste man, finde ich, dann schon ein richtiges Datapack entwickeln, dass die wichtigen Sachen dann trotzdem noch irgendwie verfügbar sind und dann einfach andere Quellen haben. Und zum Beispiel Beacons fände ich schon cool. Dann müsste man aber halt vielleicht irgendwie machen, dass in seltenen Fällen statt einem Skelett ein Wyvern-Skelett spawnt und das dann halt auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen Schädel droppt. Ich wollte Eisen holen. Eisen ist unten. So, 48 reichen. Ich weiß auch jetzt gar nicht, wie viel gerade in meiner Farm drin ist. Was ich auch überlegt habe, ist, ob ich. Aber das hilft halt nur bei der Navigation oben, nicht von unten. Wenn man hier praktisch nochmal eine Etage mit Slabs durchzieht und dafür hier oben dann die Musterung, die wir hier gemacht haben, mit den Farben einfach nochmal durchzieht,
dass man so ein bisschen die Orientierung erhält, in welcher Richtung man sich befindet. Bin tatsächlich dazu imstande, simple Datapacks zu schreiben. Ich habe mich da tatsächlich nie befasst. Ich sag mal so, ich glaube, ein paar Sachen bekäme ich vielleicht sogar auch noch hin. Jo. Läuft. Läuft. Das ist soweit so gut. Warte, wir brauchen Glas. Also wenn ich schon einen Bubble Elevator da einbaue, dann möchte ich natürlich auch den am Ende sehen. Und zur Wartung ist es wahrscheinlich auch ein bisschen besser. Wir brauchen Kelp. Komm, das sollte genügen. Wo ist Kelp? Haben wir irgendwo was noch liegen? Hier nicht. Nein, hier, Dripstone habe ich noch. Also wir haben ein bisschen was davon jetzt. Und es wächst jetzt konstant welches. Pass auf, wir holen mal kurz Knochenmehl. Dann müssen wir kurz die Nano-Kelp-Farm mal laufen lassen. Dass Skelette durch Wilferskelette ersetzt werden, würde ich potenziell irgendwie hinbekommen, die Dropbacks, denn dann wird es schwieriger. Ich meine, das passiert ja im Nether im Prinzip schon natürlich, dass manchmal statt Wilferskeletten normale Skelette spawnen. Moment, ich muss zur Nano-Kelp-Farm. Die Nano-Kelp-Farm ist da drüben. So, wir müssen dann aber auch wahrscheinlich dann hier auch einen Minecart mit einer Chest nehmen, weil die Lava-Eimer kann man ja nicht stacken. Aber ich sag mal so, grüner wird das hier nicht, als mit Lava seine Schmelzoperationen zu machen. Also wir können dann von uns behaupten, dass wir klimafreundlich sind, würde ich mal sagen. So, wir brauchen noch einen Soul Sand Block. So, alles nicht ordentlich verkleidet, aber das ist okay. So, ich glaube, da oben ist. Wobei, hier ist auch schon noch Stein, also alles gut. Oh, warte, nee, das ist Quatsch. Ich hatte gehofft, wir machen das hier drüber, aber. Dann kreuzt sich das ja hier mit der Dings und dann geht das nicht. Ja.
Ach Quatsch, so. Minus 1225. Wow, wir waren sogar fast da. Ja, das ist nämlich das Ding. Wir sind nämlich direkt unter dem Ding hier. So, Blue Concrete Powder bringen wir gerade zurück. Ah, hier sind wir. Direkt an der Außenwand. So. Wir brauchen jetzt die Koordinaten. Boah, ist gerade. Das wird so labyrinthmäßig hier gerade. Wie weit soll das gehen? Minus 4,58. Mensch. Ja, wir waren genau drüber. Bis hierhin muss das. Bis hierhin. Yo. So, pass auf, wir machen hier Glas, damit man, wenn man mal hier was arbeitet, direkt sieht, was Sache ist. Ich könnte machen, dass manche Skelette durch Wirrwarr-Skelette ersetzt werden, die halt einen Wirrwarr-Skelett-Schädel auf dem Kopf haben. Ja, also irgendwie sowas, ne? Ach, als ob wir keine Dings mehr da haben. Typ. Ich muss ja sagen, ich finde das extrem cool, wie sich gerade Crossroads Temple entwickelt, dass wir diese Interkonnektivität zwischen allen unseren Annehmlichkeiten, die wir uns hier bauen, einfach haben. Dass alles irgendwie zusammenläuft. Da fühlt man sich halt schon wie ein richtiger Ingenieur. Man sieht Probleme und man findet Lösungen. Wir brauchen Sandstein. Gehen wir mal 428 mit. Was mache ich hier eigentlich? Hoch. Einfach random drop. Es gibt eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass diese Wirrwarr-Skelette dann zwei Schädel droppen. Ich glaube, das wäre aber, wenn sie selten genug sind, nicht so tragisch. So. Frage, wenn ich jetzt hier... Weil wenn ich das jetzt so mache, dann kommt wahrscheinlich das hier alles mir entgegen. Das wäre vielleicht nicht so gut. Aber wir haben ja die Schilder. Die müssen ja sowieso dahin.
Und zwar. Okay, das funktioniert automatisch schon. Wir brauchen noch ein paar Schilder mehr und ein paar Eisblöcke. Und dann können wir das bis hierhin problemlos führen. Ich mach mal die Steine wieder hier hin. Weil wir müssen ja nicht das Meer aushöhlen als nötig. Das Problem ist nur, ja, wenn wir wollen, dass wir wollen ja eigentlich schon das sehen können, wie hier gelegentlich die Eimer kommen, oder? Also wäre es vielleicht gut, wenn wir hier mit Sandstein arbeiten. Zumindest so in dem Bereich, den man noch, naja, hier nicht, in dem Bereich, den man potenziell noch sehen kann. So, und hier genauso und hier oben. Wie doof, wenn man die anderen Dimensionen sperren würde. Ich meine, was ist, wenn ich meinen Start im End bauen will? Ja, das ist es halt, ne? Also. Würde ich, wenn ich, also deswegen, also ich fände es auch eigentlich geil, wenn man irgendwie mal im End richtig was bauen würde. Aber ich sag mal so, Elytra ist einfach, das Ding ist, Elytra und auch Netherportale, also der Transport durch Netherportale, löst halt einfach zu viele Probleme, die Konfliktpotenzial hätten. So, Packed Eis. Wir brauchen unbedingt mehr Eis, aber wir haben noch kein richtiges Eisbiom gefunden. Nur die Eisspikes in der Nähe vom Neta-Monument und die möchte ich eigentlich nicht abbauen. Ich baue so sehr, sehr ungern so natürliche Konstruktionen ab. So, pass auf, wir machen das hier aber auch noch zu. Moment. Das ist okay. Okay, hier ist jetzt der eine. Moment, wir müssen erst noch hier. Also. Meine Fresse. Was soll denn das? Das ist nicht in Ordnung. So, jetzt aber. Jetzt geht höchstens noch das eine Stück da weg. Okay, das ist in Ordnung. Das ist voll okay. Hier bauen wir einfach gleich zwei Observer hin und gut ist. So, das haben wir so. Wir brauchen hier einmal Eis. Warte, Dropper können die Items rausschießen. Ich wollte schon sagen, ich habe erst überlegt, aber ein Dispenser würde ja, wenn da ein Eimer drin ist, das Wasser die ganze Zeit aufnehmen. Aber das sollte eigentlich nicht passieren, wenn es ein Dropper ist. Warte. So und so. Jawohl.
Okay, krass, das funktioniert trotzdem noch. Ja. Funktioniert. Eine Frage, sollte man sich Gebiete claimen können oder nicht? Fände es schon interessant, wenn wir die jetzt alles zerstören können. Du musst davon ausgehen, dass die Sachen auch zerstört werden. Ja. Deswegen, also ich würde eigentlich sagen, ich möchte nicht, dass. Ich finde das immer sehr ungewöhnlich, wenn es dann heißt, ja, das hat irgendwann mal irgendjemand geclaimt, deswegen kann damit jetzt niemand interagieren. Das mag ich gar nicht. Deswegen würde ich eigentlich nicht mich drauf verlassen wollen. So. So, mega. Dann machen wir jetzt hier. Und weg damit. Ha. Ich liebe Blasenaufzüge. Das ist einfach so nice. Ah, vielleicht bräuchte man hier mal irgendwie. Wobei, ich denke mal, die Lava wird genug Licht liefern. Mal in meinem MC-Server soll man vielleicht ein paar kleine Besonderheiten anpassen und der Rest wird dann über Roleplay geregelt. Ja, das wäre vielleicht tatsächlich das Sinnvollste. Ich meine, so Server wie Hermitcraft schaffen das auch. Okay, also ich weiß nicht, ob man das vielleicht nicht überdachen sollte, dass die Dinger nicht so, die einmal nicht so hüpfen, aber mal gucken, ob die alle oben ankommen. 11? Da sind welche nicht angekommen. Wo sind die jetzt hängen geblieben? Nein. Ich bin auch sehr unkonzentriert heute. Ja, hier. Verstehe. Ach Mann. Okay, also wenn man das so macht, sollte es gehen. Wenn man nicht gerade daneben steht und die Items aufsaugt. Und auf jeden Fall denke ich mal mindestens noch 3 oder 4 Wassereimer. Falsche Richtung. Und jetzt ist natürlich unser Inventar schon wieder voll. Ich liebe es. Hä? Ach so, doch. Ich habe irgendwie gerade zwei der Wassereimer nicht gesehen.
Na, wo gehe ich denn hin? So. Hier kommt Eis hin. Dann machen wir wieder einen Wassereimer. Hier kommt wieder Eis hin. Und ein Schild. Okay, das ist ein bisschen ungünstig, aber nicht schlimm. Frage, reicht das schon, wenn ich hier jetzt einmal ein Eis hinmache? Ich würde sagen, du stellst jetzt live im Stream einen Server. Ja, das funktioniert. Es funktioniert. Die Items werden schnell genug dadurch. Das heißt, theoretisch, wenn ich jetzt die ganzen Eimer dadurch jage, dann wird das alles total gut. So, hier. Dann haben wir nämlich eigentlich den schwierigen Teil schon hinter uns. Und es war tatsächlich einfacher, als ich dachte. Yo. Wir haben's. Wir haben's. Das heißt, wir haben eine Verbindung zwischen dem Sortiersystem, also unserem Superschnellsystem mit dem Sortiersystem und unserer zukünftigen Lava-Farm. Du hast ja gesagt, nachdem du meine Nachricht vorgelesen hast, jetzt musst du das machen. Nein, irgendwie nicht. So, wir testen es direkt nochmal, aber diesmal packen wir die Dinger hier rein. Sie gehen nicht hier durch. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Yo. Sehr schön. So, ich würde sagen, die hier drei hier lassen wir so. Das heißt, wir brauchen diese rein. Okay, fuck. Das habe ich nicht bedacht. Jawohl, scheiße. Jetzt haben wir die Sachen hier. Und kriegen das aber. Moment, wir brauchen mindestens 4 Blöcke nach oben von den Platz. Dann mache ich den Server. Lesen mal bitte kurz also deine Kontodaten, damit ich den Server bezahlen kann. Nein. Wir brauchen. Wir brauchen einen Layer für die Lava. Wir brauchen einen Layer für den Dripstone, für den Dripstone-Block, für den normalen Dripstone und dann für die Kessel. Da kommt uns das hier jetzt natürlich total in die Quere. Was habe ich mir denn da gedacht?
Also wenn wir hier nochmal die Slabs durchziehen, dann hätten wir hier, müssten wir hier die Kessel haben. Das heißt, da müssen wir hier den Dropstein haben, hier die Lava. Da müsste hier oben auf dem Layer, wo der Weg normalerweise ist, die Lava hin. Und du kannst ja auch Sachen nicht Lava loggen. Ich sagte, die Kollegen müssen auch die Kontodaten ins Impressum. Wie sieht's hier aus? Hier würde es gehen. Wir müssen irgendwie noch einen Block gewinnen. Theoretisch könnte man versuchen, hier die Decke schon zu ziehen. Da müsste man halt die ganze Zeit gebückt laufen. Das Problem ist, dahinter ist, ist der Generator. Was heißt, nee, gebückt laufen müsste man nicht, aber... Ja, da käme nämlich auch hier die Uhr weg. Nee, das ist totaler Blödsinn. Da müssen wir es ein bisschen anders machen. Wir müssen dann die Farben ein bisschen anders platzieren. Aber es ist ja schon mal gut, wenn wir die leeren Eimer an den richtigen Ort geliefert kriegen. Was mache ich denn hier? Das ist auch voll der Blödsinn. Crafte mal einen OP-Apfel. Das wäre so nice, wenn man das noch könnte, weil dann könnte man in Hardcore halt wirklich nicht mehr sterben. Aber ich glaube, ich weiß, wie wir es machen. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen. Pass auf. Da machen wir nämlich hier oben einfach jetzt das Lavalager hin. Oh Mann, ist das hier gerade anstrengend. Wieso kann Lava nicht einfach Blöcke mit Schwerkraft oben halten? Das wäre so viel einfacher dann. Weil dann würde das passen.
Ja, das geht. Zehntausend Zuse, man kann eine Stunde auf die Welt joinen und in der Zeit kann man versuchen, dich zu killen. Aber es gibt kein Startgear, ne? Nur mal so zur Info. Pass auf. Na. Also machst du das? Nein. Am Ende kommen noch so komische Leute auf hier auf die Welt und bauen da irgendwo Hammer- und Sichel-Symbole. Wenn man das so macht, dann hätte man hier 4, 5, 6, 7. Die Reichweite wäre. Also das geht. Dann macht man hier so eine Line, wo man durchlaufen kann. Und dann hätte man Zugriff auf 56 Lava-Dinger. Man könnte es ja sogar noch weiterziehen, wenn man möchte. Frage, wie absurd wollen wir die Lava-Farm machen? Weil ich meine, Lava braucht, glaube ich, auch schon so seine Zeit. Und wenn man mal Lava wirklich in großen Mengen braucht, dann braucht man sie halt wirklich auch in großen Mengen. Wie kommst du denn auf sowas? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe ja nur vor einer Weile einer bestimmten Person den Discord-Rang ortsansässiger Kommunist extra gemacht. Also ich weiß nicht, wie ich darauf komme, dass so etwas passieren könnte. Wie absurd wollen wir die Lava-Farmen machen? Ja, ich bin auch der Meinung, ja, also, ne, weil Lava, wie gesagt, wenn wir damit halt jetzt im Prinzip unseren Superschmelzer grün betreiben wollen. Frage. 1, 2, 3, 4. Ja, hier. Das hier wollen wir nicht, okay. Also das hier wäre mal das Grundding. Das ist das, was ich mindestens bauen würde. Mit hier so einem Pfad, wo man durchlaufen kann und dann an alle Cauldrons rankommen müsste. Wir müssen ja eh schon mal Cauldrons craften gleich. Das Problem ist, ja, wir müssen noch eins tiefer gehen, ne? Weil hier, ja, hier kommt uns alles wieder entgegen. Warum ganz ehrlich, warum kann man Blöcke nicht Lava loggen? Das wäre so viel einfacher dann. So, aber jetzt mal im Ernst. Wir können dann hier Dripstone. Ja, das heißt, hier unten müssen die Cauldrons hin. Scheiße. Das ist nicht in Ordnung. Mann, das soll doch alles auch irgendwie gut aussehen.
So, hier kommen dann die Chests hin für die ganze Lava. Hier oben kann Glas hin. So, erstmal muss es mindestens bis hier gehen. Man kann die Dinger nicht Lava loggen. Heißt, wir können ein bisschen tricksen. Weil wenn man noch ein bisschen springen kann, kommt man auch besser an die Sachen ran. So, hier. So, hier haben wir jetzt diesen harten Schnitt schon wieder, weil das hier halt Slabs sind. Es ist halt alles ein bisschen, ja, wie soll man sagen? Es ist halt alles organisch entstanden und deshalb musste man teilweise halt auch. So, es ist halt nicht alles 100% durchgeplant gewesen, als wir hier gemacht haben. So, das können wir gleich mitnehmen, weil erstmal müssen wir Platz schaffen. Das. Packed Eis brauchen wir nicht. Redstone können wir erstmal wegräumen.
Die Uhr brauchen wir auch nicht. Also die Uhr können wir wieder da aufhängen, wo sie hingehört. Weil dann haben wir nämlich auch wieder Inventarplätze. Wir machen mal ein paar Kessel. Habe ich nicht sogar noch welche? Habe ich nicht mal irgendwann welche gemacht? Nö. Ich dachte, ich hätte irgendwann mal tatsächlich ein oder zwei gemacht. So, hier machen wir aber aus rotem Sandstein, damit wir wissen, falls wir hier unten nochmal irgendwas graben, dass das nicht... Wow. Huch. Ja, ich sehe schon, was ich gemacht habe. Doch, ich habe noch roten Sandstein dabei, ich wollte schon sagen. Ist so. Ach so. Machen wir es so. Oh, ich glaube, wir könnten davon zurückgehalten werden, wie viel, Dripstone wir tatsächlich besitzen. Irgendwie hatte ich gedacht, wir hätten mehr. Frage, kann ich von hier aus jetzt noch... hallo, ich möchte... Ja, okay, es geht. Es geht. Wenn ich einfüllen kann, kann ich auch wieder rausnehmen. Das ist alles, was ich wissen wollte. So. Wir brauchen noch 28. Wir haben nicht so viel Tropfstein, verdammt. Mist. Nein, wir können gleich mal schauen, ob sich bei der... Also ich kann dir gleich mal die Farm mal zeigen. Dann können wir schauen, ob sich da was ergeben hat. Aber hatte ich echt nicht mehr Tropfstein mitgebracht? Und da habe ich das alles... Ich habe das alles wahrscheinlich für die Dings verballert, ne? Für die Farm selber. Das heißt, die Farm muss ich wahrscheinlich dann eher zwischendurch mal erweitern.
Genau, da tropft die Lava schon. Huch, nein. Ist die Lava hier gleichmäßig? Ja. So, machen wir das. Huch, fuck. Das war nicht gewollt. Aber ich sag mal, deswegen musste ich eigentlich hingehen und extra nach einer Höhle suchen, die das hat, weil sonst hätten wir jetzt wirklich nicht viel machen können. Aua. Das Ding ist, man kann jetzt halt ganz schlecht sehen, welche von denen schon gefüllt sind und welche nicht. So, hier muss man aber eigentlich auch mit Glas arbeiten, damit man halt sieht, wenn die Dinger voll sind. Wollen wir jetzt so einen MC-Server machen oder nicht? Ich werde dich nicht davon abhalten. Guck, da haben wir schon unsere erste Lava. Aber doch, wir können sehen, welche von denen schon Querblöcke sind, weil bei denen, wo Querblöcke sind, da tropft nämlich schon die Lava dann runter. Willst du da mitzocken? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit haben werde demnächst. So. Boom. So, kommt hier Lava? Ja. Isst du eigentlich gerne Brot machen? Was?
Hast du ihn auch auf deinem Discord-Server nicht gesehen? Ich habe doch sogar darauf geantwortet, aber. Das meinst nein, nicht wirklich. So, Moment. So, weil irgendwo muss ja auch die Lava dann hin. Hier ist immer noch nur eins. Wow. So, aber da die Dripstone Farm in den Spawn-Chunks ist, kann ich da zwischendurch einfach mal hingehen und gucken, ob da Tropfstein gewachsen ist. Wir machen das auch gleich. Und dann halt zwischen den Streams die Lava-Farm immer wieder mal ausbauen. Und halt auch abernten. Da ist schon wieder ein Eimer fertig geworden. Ja, schon wieder. Also, wenn man genug von denen parallel laufen hat, dann geht das doch relativ schnell. Aber ich würde sagen, wir zögern das nochmal gerade raus mit der einen. Warte, das da geht gar nicht. Mit dem Besuch bei den Spawn-Chunks, damit wir halt möglichst hohe Erträge dabei haben. Meine Frage, wie dieses Ding mit Brotbarren geantwortet wird. Nicht aus Kohle ist alles nicht, sondern aus. Ja, okay, ja, stimmt, da war was. Was mache ich hier eigentlich? Das ist totaler Blödsinn, was ich hier mache. So, hier. Mann. Manchmal ist Haste 2 auch eine Bürde. So, und hier müssen wir dann später noch weiterführen, wahrscheinlich, wenn wir das so weitermachen wollen. Dass wir hier dann richtige Lavafelder haben.
Endlich muss es von hier aus können. Hallo? Kommst du hier raus? Okay, das geht theoretisch, aber es ist ein bisschen uncool. Wir machen das anders. Wir brauchen... Wo ist meine Werkzeugkiste? Da. Boah, ich dachte schon. Wir brauchen einmal den Stonecutter. Ich würde sagen, die Farm funktioniert. Sieht von außen ein bisschen uncool aus, aber was tut man denn nicht alles für ein bisschen Funktionalität? Also sie ist schon dabei, sich zu refinanzieren hier. So, dann schauen wir doch mal, was wir an Tropfsteinen noch aus dem Dings holen können. Sollten aber vielleicht vorher das Inventar leeren. Ich meine, so viel wird es nicht sein, denke ich. Huch, nein. Nein, 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 nein. So, hier. Boom. Das alles und die Slabs muss ich selber wegbringen. Weil, warte, Sand sollte ich vielleicht gerade mal mitnehmen. Schließlich ist hier wieder einiges runtergefallen. Was muss ich machen, damit du mich auf diese Welt einlädst? Das ist komplett außer Frage. Das Traurige ist, wenn wir... Wow. Wenn wir in der... jetzt im Nether halt das, den Netherrack grinden würden, werden die Spawn-Chunks nicht geladen. Also soviel ich weiß, werden die nicht geladen, wenn man sich in einer anderen Dimension befindet. Boah, was hält der alles aus? Let's go. Das Ding ist, die Farm ist nicht dazu ausgelegt, dass, dass die länger läuft, beziehungsweise dass halt die Tropfsteine richtig wachsen können. Mir auch nichts Schlimmes, ich will einfach nur TV-Zeug bauen. Das ist aber meine Aufgabe. Hier, eins ist gewachsen. Ich sag ja, Gras beim Wachsen zusehen ist schneller. Und ich dachte, ich hätte annähernd genug.
Das ist jetzt die ganze Zeit gelaufen und auch schon vorher, als ich es, nachdem ich es gebaut hatte. Es hat sich einfach nichts getan hier. Also ich hoffe, dass das läuft, also es müsste laufen. Dass es nicht einfach nur irgendwie, als ich einmal nicht da war und nicht hingeguckt habe, sich gefüllt hat. Aber ein Dripstone. Wow. Heißt wohl, die Lava-Farm wird ein etwas größeres Projekt. Heißt, wir bauen mal gerade den Superschmelzer entsprechend um, dass da jetzt auch ein Minecart ist. Und dann kann man nämlich anfangen, die ganze Sache mit Lava-Eimern zu füllen. Ich würde deine These stark anzweifeln, da Gras im Kraft meines Wissens auch gar nicht wächst, solange man nicht nachhilft. Doch, klar. Moment, ich muss hier hin. Nein, dahin. Grasabreißung von Grasblock auf Erde zählt nicht. Ja, was denn sonst? Ja, also das hohe Gras, ja, das wächst nur, wenn man. Ja, übrigens, ich habe die Maya-Stadt jetzt mal kartiert. Ein bisschen sieht man es, wenn man. Moment. Also man sieht zumindest, ich kann jetzt nicht mit dem Finger drauf zeigen, aber man sieht unsere Drowned Farm in dem See. Das ist, die ist leider ein bisschen näher dran, als ich gehofft hatte, aber hey. Und man sieht halt auch ein bisschen was. Also das hat sich schon ein bisschen was verändert auf der Karte. Aber gut, sie ist halt auch weit rausgezoomt, also man soll sie ja nicht mal eben so sehen. So, wir brauchen ein Minecart. Haben wir noch irgendwo eins? Nein, scheint nicht so. Scheint so überhaupt nicht so zu sein. Heißt, wir brauchen Eisen. Eisen muss ich halt auch mal wieder von der Farm holen. Ach ja, was ich gemacht habe, wo ich eigentlich mich aber noch gewöhnen muss, ich habe hier in die Ecken Crafting Table gepackt. Hast du noch vor, mal einen Kopter zu bauen? Ja, stimmt, das müsste man dann auch, wenn man mal irgendwann eine Stadtfestung der Volk baut. Minecart with Hopper, Minecart with Chest. So rum. So, für die Korallenblöcke brauchen wir eigentlich auch noch Sortiersysteme. So, bringen wir mal die ganzen Lava-Eimer. Wir haben 15 von den Öfen. Wir haben in den Hoppern jeweils 5 Slots. Das heißt, wir brauchen, um das aufzufüllen, theoretisch 90 Lava-Eimer. So viel haben wir im Moment gar nicht. Wenn das einmal gefüllt ist, sollte es ja relativ easy sein. Gibt es ein 3D-Modell davon? So viel ich weiß nicht. Ja. Hier. Irgendwie habe ich heute keinerlei Orientierungssinn. So, das muss ich auch erstmal nicht gleichmäßig verteilen, weil das verteilt sich schon von selber, wenn die Sachen dann voll sind. Ich meine, erstmal, was wir im Moment erstmal alles brennen, wird sowieso mit dem Kelp noch gemacht. Haben wir jemals die Unterseite von meiner Kopter gesehen? Ich glaube, in einer Zeichnung.
sieht man die. Weil es gibt ja praktisch so ein paar 3D-Bilder, oder was heißt 3D-Bilder, aber halt ein paar Render-Bilder, wo zwischen den Missionen, wo man sie gezeigt bekommt. Ich sollte das Ding auch wieder aktivieren, dass der wieder verteilt. Ich würde mal behaupten, wenn das einmal gesättigt ist, wenn du dann immer 600, möglichst 600 Schmelzvorgänge pro Ofen in der Pipeline hast und ansonsten halt sich hier das mit der Lava halt immer weiter hochschaukelt, dann denke ich, brauchen wir nie wieder irgendwie Kohle oder so für Schmelzmaterial. Also als Brennstoff. Huch. Nein. Also wenigstens geht das hier in einem angemessenen Tempo. Ich bin ja sogar versucht, die Kelpblöcke rauszunehmen. Ich kann, das finde ich ein bisschen schade, dass wir an die Hopper unter den Schienen nicht rankommen. Mach doch eine Bambusharm für den Brennstoff. Nee, ich mag Bambusharm ehrlich gesagt so gar nicht. Frag mich nicht warum. Ich meine, ja, es gibt ja diese Zero-Tick-Farmen davon. Die gibt es ja, glaube ich, nicht. Also, die sind ja, glaube ich, komplett rausgepatcht. Ich meine, ja, die wachsen absurd schnell, aber das ist halt auch viel Belastung fürs Sortiersystem. Weil du so viele einzelne Items hast. So, was wir noch tun können. Endlich mal. Moment, wir sollten aber dann. Wobei, Sand habe ich dabei. Wir sollten vielleicht ein bisschen mehr mitnehmen. Das nehmen wir auch mal mit. Dann können wir nämlich, so, wo wir schon mal dabei sind, nehmen wir auch die hier mit. Dann kaufen wir nämlich noch mal ein paar goldene Karotten. Okay, ihr seid schon am Pennen. Also, ich wäre noch nie Minecraft Hardcore gestorben. Hab noch nie mal Hardcore gespielt, das sollte ich vielleicht nicht erwähnen. Ja. Das Problem an der ganzen AFK-Geschichte ist, ich möchte halt nicht künstlich die Zeit zu den 2000 Tagen halt verstreichen lassen. Ich meine, wir sind jetzt bei Tag 1838.
Und ich möchte das halt nicht unnötig beschleunigen, wenn es geht. Weil in der Oberwelt gibt es jetzt auch gerade nicht mega viel, was es zu tun gäbe. Lapis Lazuli, Redstone, Glowstone. So, einmal bitte benutzen. Hallo. Hallo, hier. Komm schon. Du kannst es. Ich weiß, dass du das kannst. Ich glaube an dich. So. So, hier wollte ich die Beetroot machen. Oder zumindest hier. Und hier wollte ich Bambus machen. Gab es noch irgendwie eine Pflanze? Ich kriege meine normale Planung nicht mehr zusammen. Beetroot. Ich meine, theoretisch kommt vielleicht noch mal irgendwann eine Pflanze dazu. Oder man nimmt halt Kartoffeln, weil da kommt so schön viel raus mit Fortune. Und dann wollte ich ja hier. Ja, Enderman ist schon wieder am Teleportieren. Aber hier, das Ding muss endlich weg. Das steht schon so lange, aber es ist im Weg. Der arme Wish-Pambus. Endermen, die nicht wissen, wo sie hinwollen. Ich liebe es. Würde bei mir aufgrund der Tatsache, dass ich häufig deine, Streams schaue, schon gefragt, ob ich für dich simple.
Und was war deine Antwort? Huch, was haben wir denn hier? Frage. Wächst Zuckerrohr, wenn ich's. Nein, tut's nicht. Okay. Okay. Fragt sich, machen wir hier mit Erde? Das sind jetzt, wenn wir hier. Ich finde, Sand würde hier besser passen. Meine Antwort ist selbstständig, ja, was denn sonst? Oh. Denke, es gibt keine Erdslabs, also sonst sieht es komisch aus. Pass auf, wir tricksen jetzt ein bisschen. Huch. Der arme Kaktus. Hat direkt seine Sozialphobie hier. Ne? Und so. Hallo? Spiel? Okay, das sieht sehr sketchy aus.
Ich habe ja sowas also gesagt, wie meine deine Mutter ist Simp. Okay. Oh Mann. Jetzt werde ich hier schon den nächsten, so hier Schulhof-Dissing und so. Kino 7, willkommen zum Stream. Ich hab die gerade gesehen. So ein Kaktus hat also eine Phobie, deshalb gehen die kaputt, wenn man einen Block daneben setzt. Interessant. Ja, anders kann ich mir das nicht erklären. Danke für den Siedler. Konnte ich mir gerade voll wieder im Siedlerfieber. Nichts zu danken. Weil die Kampagne nicht mit Schiffen skippe ich, darauf habe ich keinen Bock. Ja, wir hoffen tatsächlich noch auf einen fairen Kapazität-Mod. Dass zumindest irgendwie mal 25 oder 30 Siedler draufstehen statt 15. Das würde, finde ich, schon viel bringen. Wow, Ketten, Mensch. Aber ich überhaupt. Ne, ich hab Sharpness drauf, nicht Smite. Wo habe ich meine Dings hingelegt? Meine Werkzeugkiste? Für eine Mod statt die Kapazität für Fähren einfach alles, alle kann man Akopter bauen können. So, ich sollte vielleicht mal mit dem Smite-Schwert wieder rumlaufen. Ich brauche mehr Sand.
2 und Moment 1. Passt nicht. Spiel mal Minecraft. Alles klar. Wette wird gerade ein bisschen pepeger hier. Spiel doch selber. Na. Okay, das geht. So, der hier wird jetzt halt wahrscheinlich nicht. Das wird nicht gehen, oder? Doch. Aber der hier nicht. Ja, stimmt, hier unten habe ich ja noch so versorgt. Warte, das kann ich aber so nicht stehen lassen. Aber das bringt auch nichts, oder? Nee. Nee, es müsste schon der hier sein. Fuck. Okay. Okay, dann machen wir hier dann einfach eine Lampe hin.
kannst du doch einfach eine Slap hinmachen und die waterloggen. Wenn ich die hier waterlogge, werden die hier zu fest im Concrete. Das ist das Problem. So, wir brauchen mehr Sandstein. So, was ich mir auch überlegen muss, ist, was ich mit der Ecke hier mache. Weil schön ist das nicht. Macht er ein Terrarium mit Schattenkrautzeugs draus. Passt hier aber nicht wirklich hin, finde ich. Aber ja, was vielleicht Sinn macht, wäre eine Unterkunft für Schildkröten. Weil das haben wir noch nicht. Schildkröten gibt es in S4 nicht, also musst du sie alle töten. Nein! Was für ein Monster bist du bitte? Wartet er mich einfach hier zum Mord an Schildkröten aus? Auf, wer macht denn sowas?
Schildkröten sind nur ein paar 1 und 0 in deinem Arbeitsspeicher. Das ist kein Mord, sondern eine Korrektur. Ja, ich führe das mal nicht weiter. Wenn wir in einer Simulation leben sollten, wären wir potenziell auch nur ein paar Einsen und Nullen. True. Am Montag ist in Berlin eine Demo gegen die Grünen. Gehst du dahin? Was? Erstens, wie kommst du darauf, dass ich gegen die Grünen demonstrieren würde? Zweitens wäre es Berlin. Aber die Grünen sind so ein schöner Sündenbock, das muss man ihnen echt lassen. So, egal was ist, selbst wenn sie noch gar nicht in der Regierung sind, sie sind schuld. So, als das war ja schon irgendwie, bevor die Ampel überhaupt in der Regierung war, weil irgendeine Frist ablief, gingen ja die Spritpreise dadurch hoch. Und alle direkt, die Grünen! Die Grünen haben unseren Sprit teurer gemacht. Und ja, Menschen sind einfach nur so leicht zu manipulieren. Die Verstärkungszombies wissen auch direkt, wo man ist, ne?
Okay, also ich muss sagen, drei Zackel könnten wirklich einen Buff brauchen. Weil auf die Entfernung ist das halt echt langwierig, damit was zu töten. Irgendwie das, vielleicht, wenn du halt Chart noch mehr Schaden kriegst. Ich muss einmal Zukunft lesen, weißt du, was die Grünen falsch machen? Seid beste Partei, die im Parlament sitzt, das heißt auch nicht so viel. Was wäre deiner Meinung nach die beste? Weil so viel Auswahl gibt's nicht. Alter, was ist das denn jetzt hier? Zombie-Invasion. Wir sind uns noch am wenigsten scheiße. Naja, die haben aber auch genug schwarze Schafe in ihrer Mitte. Okay, damit sind wir schon durch mit dem, was wir hier machen können. Wir müssen dann noch mal aus die Vorräte anzapfen. Linken sind die einzigen, die keinen Lobbyismus machen. Die Linken rührt auch keinen Lobbyist mit einer Kneifzange an. Sind aber leider trotzdem sehr viele Putin-Versteher dabei. Ich meine, man kann als Linkspartei so sehr gegen die NATO sein, wie man möchte, aber Fakt ist, wenn ein Land wie die Ukraine in die NATO rein möchte, ist das allein, dann. Fuck. Dann kann die Ukraine das tun.
Das ist ein souveränes Land. Da hat Russland einfach mal überhaupt nichts so zu sagen. Am wenigsten gut, ja gut, und am wenigsten Scheiß ist natürlich nicht das Gleiche, da hast du schon recht. Ich sag mal so, ordentlich ist im Moment keine Partei, die im Bundestag ist. Die SPD ist nur ein Schatten ihrer selbst. Die FDP ist halt total so laissez-faire Erziehung, aber halt mit der Wirtschaft. So lässt sich die FDP zusammenfassen. Die Grünen können nicht gewinnen, weil egal was sie machen, also ich sag nur jetzt Habeck, ne? Entweder er kauft Gas irgendwie aus Katar oder so. So, dann heißt es, ja, was ist denn jetzt mit den grünen Prinzipien, ne? So, also kaum sind sie in der Regierung, verraten sie ihre eigenen Prinzipien mit Öko und so. Wenn er es nicht machen würde, würde es heißen, er stellt grüne Ideologie über das Wohl der deutschen Bevölkerung. Also, ja, ne? Ansonsten, ja, AfD müssen wir nicht drüber reden. Und CDU, also ganz ehrlich, dass der Merz schon wieder als potenzieller Kanzler gehandelt wird, das macht mich jedes Mal fassungslos, dieses Ekelpaket von einem Menschen. Und die CSU ist halt sehr emblematisch für ganz Bayern. Ich habe letztens noch so einen schönen Post gelesen, von wegen, Bayern ist der Freund, der sich zu jeder Party einladen lässt, nie etwas mitbringt und sich dann übers Essen beschwert. So, ich würde sagen, das ist jetzt auch durch. Ja, also die Lava-Farm, würde ich mal sagen, ist sehr effektiv. Aber das heißt, wir brauchen mehr Eimer. Und das bedeutet wohl, dass wir die Eisenfarm checken müssen. Weil das Eisen, was wir hier hatten, haben wir jetzt komplett aufgebraucht. Hoch. Gehen schon die ersten Dinger nicht mehr rein? Tatsache. Okay, das Ding ist voll. Finde ich gut. Die Grünen kriegen tatsächlich im Vergleich zu anderen Parteien sehr viel mehr Geld, als sie verdienen. Ja. Ist so. Weil, wie gesagt, es ist egal, was die machen. Sie sind auch grundsätzlich an allem schuld. Es ist egal, ob sie in der Opposition sind, ob sie in der Regierung sind, ob sie das tun, was man von ihnen erwartet, oder ob sie das tun, was man eigentlich von ihnen nicht erwartet. Sie sind grundsätzlich schuld, wenn irgendwas schief geht.
meine, was halt wirklich an den zu vielen Menschen vorbeigeht, ist, dass wir halt die letzten 16 Jahre, dass wir so günstiges Gas und so hatten, so, das war nicht umsonst, auch wenn es geldtechnisch günstig war. Aber wir mussten uns dafür halt bei einem Autokraten beliebt machen. Und das kommt uns jetzt gerade teuer zu stehen. Das hat aber nichts mit der Ampel zu tun. Warum die Grünen kommunistisch sein? Ja, die Grünen, ist klar. Huch. Ach, hier unten wächst auch. Okay, das war wohl, wenn das vorhin noch nicht da war, dann ist ja tatsächlich was gewachsen, aber wächst kein Tropfstein in den Spawn-Chunks? Moment, das muss ich jetzt wissen. Okay, es scheint, als würden Dripstone hier gar nicht funktionieren. Dann müssen wir es anders machen. Dann müssen wir es sehr anders machen. Wenn das Ding nicht hier funktioniert, dann würde ich sagen, wir bauen das Ding einfach bei uns in Crossroads Tempel. Moment, eins nach dem anderen. Dann hängen wir doch noch, also dann wird der Stream ja doch noch ein bisschen länger. Weil ich wusste ehrlich gesagt nicht so wirklich, was wir noch groß tun sollen. Aber, boah, Mensch, hier kommt ja mal richtig was zustande mit Eisen. Aber gut, wenn man ja auch ewig nicht guckt. Weil ich gesagt habe, je länger ich warte, desto befriedigender wird das. Und ich wurde nicht enttäuscht. Weißt du, da brauche ich das Ding extra in den Spawn-Chunks. Ja, aber das funktioniert nämlich. Na. Ach, jetzt habe ich meinen... Doch, hier. Was ich mich jetzt nur frage, ich hoffe, es ist nicht so. Wobei, das geht sowieso nicht. Ich muss das sowieso machen, wie bei der Lava-Farm. Moment. Ja, okay, droppt. Aber es ist natürlich mal wieder typisch, dass so eine Farm nicht in den Spawn-Chunks funktioniert. Obwohl man eigentlich meinen würde, dass sie es tut, weil in Spawn-Chunks ja eigentlich alle Spielaspekte aktiv sind.
Ich meine, Monsterfarm, okay, weil Monster halt wirklich drauf gucken, was, dass ein Spieler in der Nähe ist. Aber alles andere funktioniert ja. Einschließlich Redstone. Moment. Ja, ich habe nur 4 gebraucht. Ich habe irgendwie gedacht, es wären 5 gewesen. So, pass auf. Ach Mist. Ja, das Ding ist, wenn ich die Farm dahin baue. Ja, nach unten habe ich nicht wirklich Platz. Oder? Doch, habe ich. Habe ich. Sehr gut, weil dann kann ich das nämlich auf 2 Etagen praktisch machen. Da brauche ich aber Glas. Wobei brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ist Blödsinn. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ist das richtig? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, dann machen wir es auch. Dann machen wir es quadratisch. Quadratisch praktisch gut.
Schleichwerbung? Nein, leider nicht. Dagegen hilft nicht mal der Adblocker. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Brauche ich noch zwei. Okay, Moment. Das heißt, das hier muss höher. So. So, jetzt aber. Sieht aus wie der Sohn deiner Mutter. Wow. Voll krass.
Wo ist meine Lichtkiste hin? Boys and Girls, wo ist, wer hat aufgepasst? Wo ist meine Lichtkiste? Wann habe ich die denn ausgepackt? Ich habe die doch gar nicht so häufig ausgepackt heute. Bin ich gerade blind? Nein, ich habe sie nicht im Inventar. Warum habe ich sie nicht im Inventar? Die ist an dem Ort, wo du sie gelassen hast. Danke, das ist super hilfreich. Habe ich sie bei den Spawn-Chunks gelassen? Sehr uncool, wenn die jetzt... Ich meine, ich habe kein Problem mehr mit Schulkerboxen, aber... Ich meine, es war jetzt auch nichts Wertvolles drin. Aber uncool wäre es trotzdem. Wenn die jetzt weg wäre. Nee, hier ist sie auch nicht. Wäre auch zu einfach. Wahrscheinlich finde ich sie dann wahrscheinlich zwischen den Streams. Irgendwo. Habe ich sie vielleicht ins Sortiersystem geschmissen? Kann das sein? Habe ich vielleicht irgendwie gedacht, das wäre Sand oder so? Eine Erschütterung aus deinem Arbeitsspeicher gelöscht. Das ist nicht hilfreich. Moment. Block of Raw Copper und Glowstone Dust. Aber leider nicht das, was wir hier suchen. Aber Block of Raw Copper müsste doch einprogrammiert sein. Ach so, nee, weil ich's, ja, okay. Das ergibt Sinn. Dann bin ich aber echt jetzt ein bisschen, wo waren wir denn überall? Wir haben da drüben das, Ding gebaut. Jetzt mal ganz ehrlich, wo ist die Lichtkiste? Pass auf, ich gehe auf die Toilette und vielleicht fällt es mir dann ein. Und wo wir dabei sind, mache ich eine Werbepause, damit wir dann gleich keine Ads haben.
So, die Werbepause ist vorbei. Ich bin zurück. Ich überlege gerade wirklich, ob ich mir nicht ein Datapack oder so installieren will, das dafür sorgt, dass Schulkerboxen nicht despawnen. Weil das ist dezent uncool. Und es würde mir einiges an Paranoia ersparen. Hatte ich da drüben? Ich habe da drüben, hatte ich doch mit Lampen gearbeitet. Hier, hallo. Aber wenigstens ist sie noch da. Aber das ist, weißt du, wenn ich weiß, dass sie nicht despawned sein kann, dann macht's auch Sinn zu suchen. Ich meine, mir ist ja auch schon eine komplett despawned vor über einem Jahr jetzt, als wir noch an dem Neta-Monument gearbeitet haben, also an der, am Außenteil des Neta-Monuments. So, pass auf, wir holen nochmal gerade Sandstein. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Creative, wusstest du, dass die Kiste da ist? Ich hatte keine Ahnung, wo die war. Gut für dich. Sonst wäre ich nämlich sauer geworden. Ah, hallo. Ich kann mich nicht, echt nicht sauer vorstellen. Was soll ich mich auch freuen, wenn du in Ubisoft weiter so scheiße machst, weil ich sehe, wie du dann wirklich wirst. Oh, das wird noch sehr lustig. Weil Ubisoft wird natürlich weitermachen wie bisher. Rosin, hast du bereits gehört, dass du eine Drohung umsetzen willst? Natürlich. Sprich niemals eine Drohung aus, wenn du nicht in der Lage bist, sie auch wahrzumachen. Ich sagte ja, das waren dann meine letzten netten Worte.
wie du deine Haare blau färben und dann ein Video beginnen mit, ja, es ist etwa so ein Video. Nee. Nee, erfolgreiche Menschen kopieren ist leider kein Weg zum Erfolg. Wobei es tatsächlich eine Zeit gab, wo ich mir tatsächlich meine Haare färben lassen wollte, aber ich habe leider auch einen Naturfarbton, der sich nicht wirklich dafür eignet. Und wahrscheinlich hätte ich mir die Haare eher noch kaputt gemacht damit. Moment, jetzt muss ich aber gerade nochmal einen Überblick kriegen. Ich habe ja wunderschöne goldene Haare. Da würden manche wahrscheinlich sogar für töten. Ich wäre froh, wenn ich meine Haare einfach behalten würde. Pass auf, wenn hier der Tropfstein ist. Ja, okay, da muss ich hier gar nicht hin. Ich muss aber damit rechnen, in ein paar Jahren so eine Ja, ich weiß, was du meinst. Bei mir hat es auch schon begonnen. So, wir können einfach manche Arten von Krebs heilen, aber Male Pattern Baldness, das ist einfach, da ist nichts machbar. Also wir haben das Atom gespalten, unter bestimmten Bedingungen auch schon fusioniert. Aber das, sorry, nicht möglich. Danke für nichts, Wissenschaft. So, das ist mal nur provisorisch. Nein, hier. Ha. Lifehack. Ach komm schon. Lass mich rein. Nach dem Haarausfall kann man aber lustige Perücken tragen. Ja, stimmt. Das müsste ich mir echt mal überlegen. Aber es wäre mir eigentlich zu fake. Na.
Oder man tut mit der Glatze so, als wäre man ein Nazi. Oh je. Wo ist Glas? Glas haben wir nicht. Wow. 10 von 10. Sand. Stell dir vor, du bist durch eine Zeitmaschine in Hitler-Deutschland landen. Was würdest du machen? Nichts. Weil du durch eine Zeitlinienveränderung dieser Größenordnung wahrscheinlich alle Menschen, die du kennst, aus der Geschichte löschen würdest. Glas brauche ich. So, das hier müssen wir uns halt irgendwie mal überlegen, wie wir das machen. Dann verdanken wir Hitler unser Leben. Nicht direkt. Aber eben dadurch, dass die Geschichte so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, existieren wir. Oh, hallo. Okay. Dann sollten wir vielleicht hier einfach zulassen. What? Nein. Dann haben wir nämlich den Raum hier auch perfekt genutzt. Jo, das ist nämlich hier. Und hier müsste das Glas sein. Weil hier oben habe ich die Dinger platziert, die Seelaterne, damit das Glas von oben leuchtet. Wir haben ja gesehen, die... Moment, waren Stalaktiten die von oben oder von unten? Das, was von unten wächst, das ist ja auch auf dem Gras gewachsen. Also gehe ich mal davon aus, es wächst auch auf dem Sandstein. So wie den Nazis und sämtlichen Leid, was hier passiert ist, dankbar sein. Naja, was heißt dankbar? Wir müssen auch dankbar sein, dass die Dinosaurier ausgestorben sind, weil sonst wären wir auch nicht da. Und ich muss halt auch sagen... Wenn man den Zweiten Weltkrieg verhindern würde, also er würde, du könntest ihn nicht verhindern. Wenn Hitler ihn nicht angefangen hätte, wäre es jemand anderes gewesen. So genug Gründe hätte es, denke ich, gegeben. Und der Zweite Weltkrieg, so wie wir ihn hatten, ist ja auch der Grund, wieso dann so Institutionen wie die EU halt sich entwickelt haben. Weil dieser Krieg eben so vernichtend war und immerhin auch in der Zündung von 2 Atombomben geendet ist, dass... Danach gesagt wurde, es darf auf europäischem Boden nie wieder Krieg geben. Und ich meine, wären nicht während des Zweiten Weltkriegs auch diese Atombomben gezündet worden, dann... Ich sag mal so, ich glaube, dann hätten auch die USA und die Sowjetunion im Kalten Krieg nicht so die Hemmung gehabt, sie einzusetzen. Aber dadurch, dass Hiroshima und Nagasaki passiert sind, ups, war den Leuten halt bewusst,
was für eine gewaltige Zerstörungskraft dahinter steckt. Und dass das für Menschen eigentlich kaum vorstellbar oder geschweige denn überschaubar ist. Oh, hallo. Habe ich das gerade gemacht oder ist das schon direkt gewachsen? Mensch. Also wenn man genug von denen parallel wachsen lässt, dann ist das auch okay, dass das lange dauert. Sieht das halbwegs brauchbar aus, wenn man hier Glas reinzieht? Aber es klingt schön, wenn man hier reingeht und genau hinhört. Nice. Also, da das ja in den Spawn-Chunks nicht funktioniert hat, haben wir jetzt eine Dripstone-Quelle. Ich meine, ich muss sie noch ein bisschen größer ziehen. Vielleicht ziehen wir sie auch noch weiter nach hinten. Mal gucken. Ich meine, Platz haben wir in der Richtung. Es kommt halt drauf an, wie der Output ist. Aber das heißt, wir haben jetzt zwei weitere Farmen, die wir gelegentlich mal abfrühstücken können. Apropos, wir können ja mal gucken, wie es jetzt mit der Lava-Farm aussieht. Beziehungsweise wir wollten ja noch ein paar Dinger machen, ein paar Eimer. Und wir müssen noch den Sand oben platzieren. Das heißt, wir sehen gleich mal, wie viel da jetzt rumkommt in so einer kurzen Zeit, wenn genug von den Dingern halt da am Tropfen sind. Dripstone gibt es in S4 nicht, also darf es sie auch nicht in dieser Welt geben. Aber gibt es auch diese schönen Geschichten, so von wegen, wenn Leute ins Taxi einsteigen und den Taxifahrer bitten, das Radio auszumachen, weil zur Zeit des Propheten gab es keine Musik. Und er dann so, ja, dann steigen Sie bitte aus dem Taxi aus, weil zur Zeit des Propheten gab es auch keine Taxis. So, wir lassen das hier mal noch frei, je nachdem, wie weit wir das noch ziehen wollen. Moment, oben. Oben haben wir die Sachen hingestellt. Und da waren ja auch noch, ich habe ja noch in die Kiste was reingepackt. Oder hatte ich die schon geleert? Nee, hatte ich nicht. Hier. Ja, die Kiste muss woanders hin. Ah, da brauchen wir demnächst auch wahrscheinlich ein paar Inventarslots für Dripstone und so. Aber wir haben ja durchaus Slots frei. Hier zum Beispiel. Also von daher, das müsste gehen. Und ich glaube, ich kann hier... Ja, es müsste gehen. Also hier wäre zum Beispiel frei. Zwei Slots direkt nebeneinander. So, Block of Iron. Dann wollen wir das doch mal unterbringen. So, machen wir mal 128 Eimer damit. Oder? Moment, wie viel kriege ich da raus? Doch, 128 müsste ich damit rauskriegen. Da kann man die nämlich hier oben reinpacken.
Beziehungsweise nehmen wir direkt welche mit. Nice. So, und da oben. Dann schauen wir doch mal, wie viel wir schon abernten können. Hier. Ja, also ich denke, man kann bestätigen, Tropfsteinfarmen funktionieren nicht in den Spawn-Chunks, weil wenn sie da funktioniert hätten, hätten wir definitiv schon mehr als das hier sehen müssen. Und hier haben wir schon immerhin wieder 4 Tropfsteine raus. Also wann immer hier irgendwas AFK läuft, haben wir jetzt wieder 2 Rohstoffe mehr, die wir nebenbei generieren. Sowas gefällt mir immer sehr gut. Ich hätte vielleicht hier noch zumachen sollen, aber ich weiß noch nicht, wie ich das hier am Ende gestalte. Fackeln sollten wir wegmachen, pass auf. Wir müssen auf jeden Fall die Fackeln wegmachen, weil sonst blockieren die wahrscheinlich die Tropfsteine. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich irgendwie... Nein. Wir brauchen zumindest wahrscheinlich irgendwie mal eine Lampe da hinten. Ja, weil sonst ist jetzt nämlich hier spawntechnisch ein bisschen uncool. Ich weiß nicht, ob wir uns vielleicht hier irgendein Muster überlegen, was wir machen können. Huch, das wollte ich nicht. Aber ich denke, das können wir machen, wenn das hier noch ein bisschen gewachsen ist und wir dann hier das komplett durchziehen. Ich meine, hier sind jetzt gerade mal 100 am Wachsen. Am Ende sind es vielleicht 120 oder so. 121 müssten es sein, weil 11 mal 11. Und wenn das durch ist, dann kann ich die Lava-Farm weiterziehen. Da haben wir doch wesentlich mehr geschafft, als ich erwartet hätte. Muss ich mal ganz klar sagen. Also ich hätte wirklich eigentlich nur die Lava-Farm machen wollen und diese Verkabelung. Jetzt haben wir doch noch ein bisschen mehr hinbekommen. Ich danke fürs dabei sein. Und wir sehen uns dann, wenn alles gut geht, am Dienstag wieder weiter mit Siedler. Und halt ansonsten Samstag. Ich weiß noch nicht, es kann sein, dass wir nächstes Wochenende unterwegs sind, von daher, ich weiß noch nicht, wie es die nächsten Samstage aussieht, beziehungsweise am Oktober werde ich wahrscheinlich an den Wochenenden viel unterwegs sein und bis auf eine Ausnahme wahrscheinlich nur. Und am 1. November-Wochenende ist ja die große LAN, die Zocker-Lounge ausrichtet in Frankfurt. Das heißt, da werde ich auch nicht da sein. Mal gucken, wie das läuft. Ich danke fürs dabei sein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wann auch immer das ist. Bis dahin.